Der südliche Teil von der Blözebene wird durch einen schmalen Waldstreifen im Raum Erliweg-Rittplatz abgeschlossen. Wie bereits angekündigt, ist der jetzt gefällt worden. Da für historische Zwecke der Zustand von dem Waldstreifen am Nachmittag, Montag, 4. März. Im Hintergrund hört man schon Kettensäge. Und vom Erliweg aus fängt ein Vollernter an, die ersten Bäume zu fällen. Hinter mir sehen wir jetzt die Fläche, wo wir seit zwei Tagen am Holzen sind. Das ist ein Sicherheitsholzschlag. Wir nehmen die Bäume weg, weil immer wieder auf die Strasse gefallen sind. Die Arbeiten werden jetzt noch etwa zwei Tage dauern. Man sieht im Hintergrund Maschinen, die am Arbeiten sind. Die eine tut die Bäume fällen und aufrüsten und mit der anderen tun wir die Bäume an den Lagerort transportieren. Die Maschine hat jetzt den Baum gepackt oben und hebt ihn. Der Motorsägeführer macht unten den Fallkerb und führt den Fellschnitt aus. Nachher tut die Maschine den Baum mit dem Aggregat ins Übergewicht bringen und der Baum fliegt dahin, wo er sollte. Man sieht im Hintergrund, wie der Baum aufgerüstet wird. Mit dem Motorsägeführer und der Maschine.